Willkommen zurück. Wir sind tot. Vielleicht belebt mich ein anderer Spieler hier draußen wieder. Wenn ihr rauskommt, könnt ihr, oder Marc, kannst ja, du mich... Du kannst dich jetzt porten. Sicher, ja. Stimmt, hast auch recht. Ja, cool. Sehr schön. Ja, in der letzten Folge sahen sie folgendes, einfach gestorben. Alter, das war der zäheste Boss überhaupt. Wobei mit denen, die wir es hinterher gemacht haben, ging es wunderbar. Mhm. Hat zwar sehr lange gedauert, aber... Der war sehr zäh, aber dafür, dass ihr den, habt ihr den gefirst-tried, ne? Ja. Ja, cool. Hat ja nur lange gedauert. Bist du komplett raus, oder aus der Dungeon? Ja. Ich bin, ich war ja in der Lava, ich konnte mich ja nicht mal wiederbeleben oder so. Nee, du kannst dich halt porten. Ja, scheißegal. Meinst du jetzt wegen der Truhe oder was? Ja, genau. Da ist doch eh Müll drin. Oder? Nee, warte mal. Kann ich noch wieder rein? Weiß ich nicht. Warte mal eben. Bleib mal drin. Wissen ist der größte Schatz. Ah, scheiße. Was ist das für eine scheiß Welt hier? Ist auf jeden Fall nicht... Na, ich glaube, ich komme nicht mal rein. Das Spiel lässt mich gerade nicht so richtig. Der Wegmark ist auch lustigerweise scheiße umkämpft, ne? Ach, dann hast du wieder dieses Event, wo du erstmal die anderen Viecher direkt prügeln musst, bevor die Wand überhaupt aufgeht. Ach, ist sowieso scheiße. Das ist sowieso das Dümmste, was man halt machen kann, ne? Damit torpediert man sein eigenes Spielsystem. Ah, okay. Ne, wir gehen wieder zurück zur... Ich gehe raus, das ist es nicht wert. Ja, ich hätte eine Schwarzlöwentruhe machen, Schlüssel bekommen können oder so dafür. Who cares? Und der Rest ist sowieso Müll. Das Einzige, was ich gemacht hätte, wäre daraus Glück gemacht oder ich hätte es eingeschmolzen. Mehr ist es nicht. Das ist einfach nicht wert. Habe ich ein Level abgekriegt dazwischen? Ich wollte mich nicht heilen. Sah aus wie ein Level-Up gerade. Hm. Discord lässt Grauen nicht mehr rein. Warum nicht? Hä? Ist Grauen ganz raus? Ne, der ist drin. Ich bin mal kurz weg. Yep. Das mache ich jetzt mal alleine weiter, ne? Ja, das könnte jetzt interessant werden. Guck jetzt mal, wie die anderen sind. Sind nämlich immer noch da. Wegmar ist wieder offen. Gott sei Dank. Ey, was ist denn das für ein komischer Bug? Ja, Update, ne? Also so Technikprobleme. Ich würde tatsächlich... Das gewählte Wegmar ist umkämpft. Und deswegen soll ich jetzt den ganzen... Oh, ach, Spiel. Oh, ne, das ist nicht ESO. Da kannst du nicht hart drücken und einfach wegreiten. Oh, Spiel. Jetzt. Ne. Problem. Genau, das ist genau mein Problem. Diese scheiß Umkämpfung. Ich glaube, die starten beide den Rechner neu. Naja, mit Glück haben wir das Problem gleich gelöst. Ansonsten würde ich sagen, gibt es eine kleine Pause. Ich muss erstmal versuchen, dorthin zu kommen. Also entweder es gibt eine Pause oder es gibt keine Pause. Also eins von beiden. Wie lange die dann dauert, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich ja nicht weitermachen, ne? Ist das jetzt echt, muss ich an diesen Boss vorbei oder was? Das ist doch hier
ein Gegner aller. Ich hau dich zu breit, du Arschloch. Ja, zünde mich an. Ich stehe gerne unter Feuer. Wie soll ich denn hier durch, Alter? Ja, nee. Das ist ja sehr, sehr nice. Ja, schön. Das kannst du wirklich toll. Könnt ihr wirklich super. Ihr habt alle super tolle Reittiere und könnt alle schnell weiterfahren. Ich muss mich hier durchporten hier. Scheiß umkämpfte Wegmagel. Gut, ich gehe mal kurz offscreen. Jetzt bin ich hier. Gott sei Dank ohne Akku am Ziel. Und ja, wir sehen uns gleich. So, willkommen zurück. Wir sind jetzt hier. Und ich habe mich zurückgeportet und wir haben ein Discord-Störungsproblem. Jo, er sagt, er läuft hinterher. Also, was machen wir? Die Welt hier fertig, oder? Da noch die ganzen Heldenherausforderungen und so. Weil das andere ist ja auf der nächsten Karte. Okay, ich muss noch zu dem Fahrens-Flyer Waypoint. Der bei dieser großen Rankenbrücke anscheinend. Also ich kämpfe mich gerade zu einer Heldenherausforderung hier vorne irgendwo. Wo stehst du denn? Da ist der Keim, ja. Aua! Okay, die habe ich auch nicht, aber die ist oben irgendwie. Ja. Ach so, genau, dafür brauchte man... Aber was musste man dafür denn machen, ey? Also wir haben jetzt ja die Pilzsprunggeschichte, haben wir jetzt ja, glaube ich. Ja. Hat die noch nicht jeder. Doch, ich glaube, das war auch das, was man braucht. So, wie kommt man da rüber? Da, Geschwindigkeitsverstärkungspilz gibt's da. Ist ja nochmal was anderes. Also ich level ja gerade gleiten, ne? Das war ja wieder die vollkommen falsche Richtung, ja. So, was muss man denn noch machen, ey? Nee, okay, da sollte man nicht runter. Hä? Jetzt bin ich einfach weiter hoch. Wo wollt ihr denn hin? Wo laufen sie denn hin? Wo laufen sie denn hin? Wir suchen den Weg. Das Weg. Okay. Der Weg, der ist ja weg. Das ist wieder Speedbooster mal schon. Ja. Was haben die denn für eine Akro, bitte? Die Aggro, die ist scheiße. Die Aggro, die gibt's nicht im Sonderangebot. Das macht nicht so viel Schaden, ey. So, kann man irgendwas in den Pilz machen? Das macht nicht so viel Schaden. Ihr habt einen Geschwindigkeitsverstärkungspilz gefunden. Trainiert die Blitzgeschwindigkeitspilzbeherrschung, die ihr in der Lehre der Elite findet, um ihn verwenden zu können. Was machen die so viel Schaden, ey? Weil wissen wir eigentlich... Nee, wissen wir nicht. Alter. Noch kein Plan, wo wir lang müssen. Ja, wir sollen zur Wegmarke. Ach, schön, dass ihr da nicht hin. Schön, dass ihr das jetzt auch gelesen habt. Den Weg dahin nicht kennen. Tja. Dann hast du Pech. Du musst den Weg dann finden. Ja, ach nee. Sollen wir nicht für die anderen Waden grauen?
Wie kommt man da rein, ne? Wo seid ihr denn, Mike? Irgendwo auf dem Baum. Wir warten hier jetzt am besten. Ihr müsst ihr müsst die Wegmarke und dann müsst ihr hochspringen. Die Wegmarke, die ist hier. Was? Die Wegmarke, die ist hier. Ja, wie kommt man da hin, Junge? Aus eurer Sicht? Hier. Ja, hier. Da. Also da, wo ich bin, aber ich erkenne ja nicht... Alter, ich werde außerdem gerade getötet. Ich bin tot. Ich habe keine Lust mehr. Ich gehe nach Hause. Ja. Und hier habe ich das Problem. Herzlich willkommen zu Stumpfsinniges. Wie bist du jetzt denn gekommen, Marc? Ich habe die Wegmarke schon. Ach so, toll. Tja, da hat wer wohl seine Karte nicht aktualisiert. Also bei mir ist er komplett woanders. Ja, ist gerade runtergefallen. Ah ne, da oben ist er, okay. Immerhin. Hey, wir können jetzt... Das lohnt sich jetzt mal hier reinzugucken. Warum sind wir auf diesem Ast? Keine Ahnung. Kann man da sagen, ob diese Dinge hier auf diese rechts... Auf hier rechts, ob man die... Ob man da was reinsetzen kann? Also aktivieren kann? So, ich hab's. Das ist ein Näherungs... Näherungspunkt. Ja, den hab ich. Oh, und bin gerade runtergefahren. Kommt später die Reittiere rein. Okay, aber ich habe ja im Moment hier dieses komische, diesen Freundschaftstrank. Aber kann man da auch noch was anderes gerade reinsetzen? Irgendwas Kleines? Ich habe nämlich keinen Bock mehr Herzen zu zeigen. So, wir haben einen Ultrapunkt erreicht. Was? Derzeit nicht? Oh, das ist ja lame. Der nächste ist, dann ist das ja unnütz, das Ding. Okay, Mario, ich bleib mal hier stehen, bis du den Beherrschungspunkt hast. Was ist ein Beherrschungspunkt? Kann zwar ein bisschen dauern, aber ich sehe dich, glaube ich, vielleicht sogar von hier aus. Wie kann man den Todesstern von hier aus sehen? Das wäre voll geil. Du läufst nämlich gerade nicht ganz so weit entfernt von der Wegmarke. Ich glaube, wenn du einmal rumläufst, quasi geradeaus oder links, dann müsstest du auf die Wegmarke hinzukommen. Nur Sachen, die du nicht hast. Ja, ja, aber vielleicht kann ich ja Sachen herbeizaubern, die ich dann habe später. Mario, hast du gerade Weg mal Gefahr ins Luftschiff entdeckt? Ah. Okay. Jetzt gehe ich aber den Berg hoch. Genau, links müsste dann der Frack der Donnerbrecher entdeckt sein. Ja. Und muss ich da ganz hoch, oder? Du musst hier links rüber gleiten. Auf diesen Baumstumpf. Also quasi von hier und dann... Darüber. Ich kann gerade nicht gucken, weil ich werde hier von Tentakeln gekillt. Dann kill die Tentakel, die dich killen wollen. Die Tentakel sind Tentakel. Ich bin jetzt oben auf der Spitze. Ne, du musst ja nicht auf die Spitze, du musst einfach hier an den Seiten und dann hier rüber. Da, wo die Tentakel noch sind. Hier von der Seite und dann kannst du auf diesen Baumstumpf rüber. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet.
hier, wo ich in die Richtung gucke, ist da einfach nichts. Wo ich gerade bin. Okay. Hier an meiner Stelle. Mario hat erste Hilfe. Nee, aber kann ich mir irgendwas kaufen hier? Weil das ist. Ich bin direkt unter dir. Irgendwie Lust dazu. Ach, da unten, ja, und dann? Ja, dann hast du hier die Stachelranken. Direkt neben mir. Wozu ist dieses Spielzeug gut? Hä? Da ist doch nichts, da bin ich doch gerade lang gelaufen. Alter, das ist ein Boros Bioshock. Boros, ich kann nichts verstehen. Der Boros Bioshock, der ist richtig gut. Ja, und dann? Ja, dann ich habe echt Bock, wieder Bioshock zu zocken. Hä? Hier über diesen Baumstamm, Mann. Ich habe jetzt gleich. Ich gucke jetzt einfach mal hier rein. Also ich hab, vielleicht finde ich hier irgendwas, was ich haben will. Da ist so viel Zeug drin, das ist der Hammer. Und das Ding ist so ruckelig langsam. So, die Ranken sind hin. Fast. Hey, kommen die mal nach, oder was? Ich verstehe auch nicht, warum du jetzt hier in die Ranken kämpfst. Was soll das? Damit du dich traust, dahin zu laufen. Ja, wohin? Ihr müsst mir doch nur sagen, wo ich hin soll, Leute. Ja, hier. Hier, wo ich jetzt gerade bin. Bring mir nichts. Ja, guck auf die Karte. Da war ich gerade und da war nichts. Da, wo die Leiche jetzt gerade liegt, da sollst du hin. Genau da. Kannst du mich quasi wiederbeleben und dann bist du schon an der richtigen Stelle. So, und jetzt nach rechts. Direkt neben dir ist diese Ranke. Junge. Was? Warum sagst du das nicht gleich? Dann bin ich doch von da oben nach runter gesprungen, ey, alter Schwede. Ich dachte, du belebst mich wieder. Das nee, ich dachte, irgendwie sind das noch mehr Rang als bevor du da welche weggemacht hast. Du hast irgendwie Hydra-Rang da. Ah nee, das ist ein Event. Oh mein Gott, ey. So, ich bin da. Wir können die Ranken zusammen wegkloppen. Ja, vielen Dank für die. Ich liege da weiter unten. Vielen Dank für den jetzigen Lacher und auch für den Lacher später, wenn ich mir die Videos noch anschaue. Alter. Okay, scheiß auf die Sachen. Moi, hast du verstanden? Hier. Genau. Du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. 3 Stunden. Das hat nur 5 Minuten gedauert. Es war eine mega irreführende Big Bam hier. Ey, das ist nicht irreführend, ey. Ich habe doch einfach nur. Ich habe hier gezeigt. Alter, du. Was denn da? Das war noch nicht mal das Ziel. Und du bist jetzt voll weit weg, weißt du das? Du hättest eigentlich hier geradeaus durch müssen. Guck mal, das hätte ich mir sagen müssen. Jetzt darfst du nochmal zum Weg schreien. Viel Spaß. Jetzt sterbe ich erstmal. Ey, was ist denn daran schwer zu verstehen? Hier? Hier? Nichts, oder, Marc? Ja, das bringt nichts auf dem Teil. Das sieht man doch nicht. Deswegen habe ich mich ja elegant da postiert, damit du das dann so mehr siehst. Ja, das war mega irreführend. Und das hat er nicht. Ich dachte, da wäre irgendwas, was ich übersehen habe. Und das hat er nicht gesehen. Ja, eine Ranke. Und eine Leiche. Nicht übersehen, aber du. Alter Schwede. Und eine Leiche hat er übersehen. Mario, das läuft dir jetzt ewig hinterher, das, weißt du das? Stell dich wieder. Das werden wir dir jetzt immer ewig und extra vorenthalten, dass du den Weg nicht gefunden hast. Ja, es ist gut, wenn du das vorenthältst. Und mit Druck aussprechen. So, da wo Marc ist. Jetzt rüberspringen und dann nicht vor Baumschirm runterspringen wie ein Held. Also was, ich gehe ihn am besten entgegen, kriegt's ja doch nicht hin. Das ist nicht das Problem. Das Problem war einfach nur, dass das mega irreführend war, weil ich schon da oben war. Ich hätte einfach nur darüber fliegen müssen und das wär's. Ja, warum machst du es denn nicht, wenn das so einfach ist? Ja, weil du mich total aus dem Konzept hast. Das ist doch noch unten. Als ob das irgendwie einen Unterschied macht. Ja. Das hätte überhaupt keinen Unterschied gemacht. So. Jetzt am besten hin. Springen und sterben.